Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Frag du Karis 100. Leute, ich hatte heute mal nicht wirklich Lust, mich vor die Kamera zu setzen. Darum seht ihr hier im Hintergrund ein Let's Play, kein Let's Play, ein Gameplay von Anno 2205. Das habe ich mir Montag geholt. Ja, des Weiteren ist es jetzt abends, wo ich das Video aufnehme. Genau gesagt, samstagsabends. Samstags, genau. Jedenfalls. Ja, abends ist es natürlich jetzt schon um die Zeit dunkel in dieser Jahreszeit und die Belichtung ist einfach schlecht. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Ich mache das jetzt ab sofort so, dass ich ein Frag du Karis 100 immer am Samstag aufnehme, damit ich es am das Frag du Karis 100 Video, dass ich das am Sonntag möglichst schnell freischalten kann. Darum nehme ich das jetzt immer samstags auf. Also wenn ihr Sonntagmorgen einen Kommentar schreibt und der nicht im Video erwähnt wird, wundert euch nicht. Im nächsten Video wird er bestimmt erwähnt. Okay Leute, das war's mit dem Vorgeplänkel. Dann würde ich mal sagen, legen wir los. So, der Levi hat geschrieben, habe mal eine Anfrage für die Gruppe dagelassen. Heißt auch Levi bei Steam. Levi, schön, dass du eine Anfrage geschickt hast. Ich habe die auch angenommen. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, Freundschaftsanfragen werden abgelehnt, weil ich möchte das so zwischen privat und YouTube abgrenzen. Nur private Kontakte kommen in meine Freundesliste. Aber schön, dass du schon mal am Schlüssel bist. Gut, dann Skankant hat ein paar interessante Fragen. Wenn du eine Superkraft hättest, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche wäre es? Würdest du ein Held oder ein Schurke sein? Was würdest du mit der Kraft als erstes machen? Skank, das sind ziemlich interessante Fragen. Da kann man wirklich gut drüber nachdenken. Als Superkraft würde ich, glaube ich, Unsichtbarkeit nehmen. Das wäre so das Beste, was mir in den Sinn kommt. Was genau ich jetzt damit machen könnte, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Ja, ich könnte ein bisschen trollen und keiner würde es merken, ob ich ein Held oder ein Schurke sein würde. Ich würde wahrscheinlich ein Held sein, weil ich auch ein Gutmensch bin. Und was ich mit meiner Kraft als erstes machen würde. Genau das weiß ich eben nicht. Also, das sind schon mal Fragen, über die man gut nachdenken kann. Es gibt ja auf Instagram sehr häufig diese Bilder. Da kann man sich eine Superkraft aussuchen, sei es unendlich Geld, Unsichtbarkeit, ewiges Leben. Solche Sachen halt. Erst Gang. Also, das ist eine echt harte Frage. Das sind echt harte Fragen. Aber wenn es dich interessiert, habe ich die natürlich gerne beantwortet. So, und dann die letzte Frage für heute. Young Bear, finde klasse, wie du mit dem Wahlthema umgegangen bist. Also erstmal ein Lob, dass ihr nicht unter dem Video gehatet habt. Und auch Young Bear, danke, dass du mich nochmal extra lobst. Ja, und hier noch ein paar Fragen. Erstens, hast du Haustiere? Ja, nicht nur ein Haustier. Ich habe gleich, beziehungsweise wir haben drei Hunde. Das ist ordentlich Arbeit, aber ja, die Hunde sind auch eine Bereicherung. Gut, zweite Frage, was machst du so außerhalb von YouTube, Sport oder so? Also Sport mache ich nicht. Ich gehe hin und wieder mal schwimmen. Ich bin nicht in einem Verein, aber hin und wieder gehe ich mal und ja, ich habe jetzt eine Hantel, mit der ich öfters trainieren wollte. Das ist nur so eine kleine, ich glaube, die wiegt 1,5 Kilo oder so. Und dann gehe ich auch noch gerne spazieren. Und natürlich mache ich noch Schule und ich zocke sehr häufig noch offscreen. Also, ich zocke nicht nur für YouTube-Videos. Und die dritte Frage, hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Dann war es das jetzt auch schon wieder an Fragen. Ja, es ging nochmal zu dir. Also, Superkräfte, welche Superkraft man haben möchte, das ist, da kann man sich wirklich eine halbe Ewigkeit Gedanken zu machen. Also, ich würde jetzt so aus dem Stegreif, wie gesagt, am ehesten Unsichtbarkeit nehmen, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was genau ich damit machen würde. Aber ich danke euch natürlich allen auch für die Fragen und auch für Lob, für Kritik auch. Ich möchte nochmal anmerken, ihr könnt auch gerne was kritisieren, was euch nicht gefällt. Nur macht es vernünftig.
Dann würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute mal ohne Kamera. Erstens war mir nicht so danach und Belichtung wäre auch problematisch gewesen. Ich habe mir da aber schon was überlegt, was vielleicht hinhauen könnte. Ja, und ich nehme das jetzt immer samstags auf, damit ich es am Sonntag gut bringen kann. Also wenn ihr Sonntagmorgens einen Kommentar schreibt und der nicht im Video erwähnt wird, dann wird das im nächsten, weil dann ist das Video wahrscheinlich schon fertig. Gut Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.